über die Straße kamst, dann bist du vor diesem Haus links abgebogen. Da war mittlerweile auch die Ersatzleitsituation. Ja. Also 5,6 PS, 125 Kubikzentimeter, die rennt ganz gut, wenn man leicht ist und wenn man klein ist. Ja. Ja, Adler war also schon etwas Besonderes, die waren auch teurer als die anderen Maschinen eigentlich. Also zum Beispiel kann man zwei Schrauben, da kann man das Hinterrad gut herausnehmen, ne? Die dann diese. Diese Maschine auf 4.0 umgerüstet. Hier sind die modernsten Sensoren dran, Schwingungssensoren, Drehzahlsensoren, Abstandsmesser. Die Maschine wird dadurch nicht besser, aber wir sehen eben, wie schlecht sie ist.
Sägeblätter müssen immer scharf sein und exakt geschliffen sein. Diese Maschine begeistert sich immer noch, was die Konstrukteure damals da mit zwei Nocken antrieben und wie die Rebentriebe verlegt sind, was die alles da verwirklicht haben. Unter Präzision steht die Maschine einer neuen CNC-Maschine nicht weit von entfernt. Man kann auch mittels eines Formfräsers in einem Arbeitsgang eine fertige Kontur erzeugen. Hier bearbeiten wir gerade einen Hut in einem Stück Eisen. Die Maschinen haben natürlich auch schon.